Dieses Land scheint sich mit seiner vielfältigen und faszinierenden Natur selbst genug zu sein. Hier vereinen sich Magie und Zauber. Und diese Magie und der Zauber finden sich sowohl in den Menschen wie auch in der Natur wieder. Man kommt als Fremder und man geht nicht nur als Freund. Man geht fasziniert, inspiriert und tief berührt von allem und jedem, dem man in diesem Land begegnet ist. Alles, was man gesehen und erlebt hat, haftet für immer im Gedächtnis und begleitet für den Rest des Lebens. Ist das einzige Land der Erde, in dem der Buddhismus offizielle Staatsreligion und die Zufriedenheit und das Glück jedes Einzelnen höchstes Ziel des Königs ist. Das Fundament dieses Glücks, so schien es mir, befindet sich in den Gemeinschaften, in denen die Menschen ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit und vertrauensvolle Beziehungen haben. In der Offenheit und Freundlichkeit der Menschen Bhutans befindet sich so unglaublich viel Liebe, die man sich für die gesamte Welt wünscht. Liebe, die insbesondere an die Jüngsten weitergegeben wird, an die Kinder Bhutans.